Ja, sie will, hat Tabea Rössner bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur für in diesem Fall das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Mainz gesagt. Am 27. Oktober sind die Mainzerinnen und Mainzer gebeten, an die Urne zu gehen. Tabea Rössner sitzt neben mir. Frau Rössner, warum braucht Mainz denn eine grüne Oberbürgermeisterin? Ich glaube, die Stadt steht vor ganz großen Herausforderungen. Sie verändert sich und da braucht es jemanden, der Ideen hat, der aber vielleicht auch frischen Wind in die Stadtspitze bringt. Und ich glaube, es ist auch Zeit dafür, dass endlich mal eine Frau die Stadtspitze stellt. Bisher war die Kandidatur von Nino Haase bekannt, da wurde ja auch immer viel drüber gesprochen. Michael Ebling hat auch gesagt, er tritt nochmal an. Welche Chancen rechnen Sie sich denn in diesem im Moment abzeichnenden Dreikampf aus? Ich habe unglaublich vielen Zuspruch, also viele Leute, die mich anschreiben, die mich auf der Straße ansprechen. Vorher war das schon, bevor ich das bekannt gegeben habe, dass einige ankamen und sagten, wollen Sie denn nicht kandidieren? Und jetzt nach der Ankündigung kommen noch mehr. Ich rechne mir gute Chancen aus, weil ich glaube, nochmal ein eigenes Profil habe. Ich habe unglaublich viel Erfahrung, berufliche Erfahrung, ich habe politische Erfahrung, ich habe Erfahrung in Initiativen gesammelt. Und das kann ich alles mit einbringen und ich glaube, ich bin ein gutes Angebot für die Mainzerinnen und Mainzer. Aber jetzt, wenn Sie ins OB-Rennen gehen, stehen Ihnen arbeitsreiche Monate bevor, mindestens ja bis zur Wahl, aber ja vielleicht auch darüber hinaus. Ja, ein Wahlkampf ist natürlich sehr, sehr anstrengend und das wird eine harte Zeit. Der Sommer wird sehr, sehr kurz für mich werden, aber es ist natürlich auch sehr bereichernd, weil man mit vielen Menschen zusammenkommt. Ich kenne zwar viele Initiativen und Verbände, aber ich glaube, so tief in die Stadt einzusteigen, darauf freue ich mich unheimlich und ich bin gespannt, viele Menschen kennenzulernen und ich hoffe, die Menschen wollen auch mich kennenlernen. Was Tabea Rössner im Falle einer Wahl als erstes machen würde, was sie zu den Themen Wohnen, Mobilisierung oder Digitalisierung sagt, das erfahren Sie im ausführlichen Interview in der Allgemeinen Zeitung.